Sie haben von den Schuhen bis hin zu feueranliegender Unterwäsche den Einsatzanzug, Sie haben Schienbeinschoner, Sie haben beim Oberschenkel entsprechende Schutzbereiche, die Genitalbereiche sind geschützt. Sie haben eine sogenannte Schutzweste, wo Metallplatten eingearbeitet sind, dort angebracht. Haben Sie Armprotektoren, Unterarmprotektoren, Handschuhe, Fingerhandschuhe, die von außen geschützt sind, sodass Sie aber jederzeit auch Festnahmen durchführen können, dass Sie fein greifen können. Und zum Schluss, logischerweise, was Sie immer brauchen, einen sehr vernünftigen Einsatzhelm, der auch so weit ausgestattet ist, dass Sie mit einer Helmsprechgarnitur nicht nur hören können, sondern auch sprechen können, sodass Sie den Funkverkehr gewährleisten können. Und angenehm zu fahren? Ja, super. Das war aber nicht überzeugend. Das Problem ist, wo kriege ich das denn hin? Kann natürlich sein, dass es ein bisschen zu kurz ist. Wieder. Sie können mir ruhig unten die Jacke rausnehmen. Achso. Aber jetzt müsste es eigentlich jetzt. Jetzt sind die Schutzausstattungen, was ein Einsatzbeamter als Mindestmaß bei sich trägt, neben einer Schusswaffe, neben Tonfa, neben RSG und, sodass sie im Schnitt zwischen 20 und 22 Kilo an Gewichten mit bei haben.